Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer The Remastered Edition Alarmstufe 8. Der Tiberium-Konflikt so rum. Ausnahmezustand auf Seiten der Not. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier in dieser... sagt schnell. In dieser Mission... Belagerungszustand, so... Und ja, das ist gerade echt merkwürdig, wie wir das hier schaffen sollen. Ist hier unten vielleicht noch irgendeine Geldquelle? Hier unten ist keine Geldquelle mehr, oder? Ich habe hier unten zumindest ein bisschen Geld gefunden, aber... Nee, da sind auch die GI-Einheiten drinne. Warum auch immer. Ja, toll. In den Häusern sind GDI-Einheiten. Ey, Mann. Gut. Atombombe. Soll ich die hier reinschauen? Was passiert dann, Leute? Also, wir waren einfach am Ausprobieren beim letzten Mal. So. Da kann ich das hier verticken. So. Dann habe ich halt sehr viele Minikin, ne? Blöd. Oh, das hätte ich jetzt nicht verkaufen sollen. Da kommt er jetzt mit einem Luftangriff, aber das macht nichts. Okay. Dann habe ich jetzt hier hinten zumindest nochmal einen Obelisken. Ja, die Energie, die fällt aus. Ne? Shit. Wartet mal, Leute, das kann doch nicht sein. Irgendwie muss man sich doch hier befreien können. Jetzt habe ich die Basis halt weg. Ja, aber... So, das Radar, das brauche ich nämlich. Was passiert denn? Mission 56 Add-on 2. Das ist jetzt echt Trial and Error, ne? So, jetzt kommt er nämlich von da an. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Breche auf. Unsere Basis. So. Dann hier. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ha, kann ich das vielleicht langsam angehen, das Ganze? Ich kann das langsam angehen. Schritt für Schritt. Oder was? So, dann kommt ihr bitte. So, zack. So. Dann zieh die mal hier rein. Vielleicht sind die ja blöd. Oh, sehr schön. Die sind blöd, Leute. Oh mein Gott. Wie geil. Okay. Da haben wir echt Chancen. Oh, wartet mal. Da haben wir echt Chancen, ne? Wenn wir jetzt einen Weg hier zumindest wegkriegen. Ah, die lassen sich nicht alle rausziehen. Aber ich habe ja jede Menge Minikin hier. Ich habe ja jede Menge Minikin. So, dann kann ich jetzt zumindest hier die Jeeps mal wegmachen. Oder zumindest das hier. Dieses Minikin. So. Nicht alle umhauen. So. Nicht alle umhauen, ey. So. Ja, gut. Aber dann kann ich mir doch hier... Na gut, aber dann brauche ich noch irgendwo 2000 Geld, ne? Für die Raffinerie. Genau, Leute. Dann brauche ich noch irgendwo 2000 Geld her. Oh. Okay. Na, dann kommt er ganz an, okay. Dann kommt er ganz an und wir haben es verkackt. Ach, das ist doch ein Kack hier. Wirklich. Wie soll man denn das machen, Mann? Oder muss man hier vielleicht einfach nur verlieren? Kann das sein, Leute? Kann das sein, dass man hier einfach nur verlieren muss? Keine Ahnung. So. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Nee, also verlieren muss man hier nicht. Hätte ja sein können. Ich traue diesem Addon alles zu. Ja, aber was mache ich dann denn am besten? Irgendwie? Jawohl, Sir. Was mache ich jetzt am besten?
Turm ist schon weg, ne? Wartet mal, Leute. Was kann denn da eine Lösung sein? Das ist jetzt aber echt eine kleine Rätselmission hier. So, ich hau die Atombombe jetzt einfach mal hier rein. So, Mann. Okay, gut. Dann kann ich doch das hier verticken und einen Sammler bauen. So, dann... Mach diese blöden Mammutpanzer weg. So. Den Radar kann ich noch gebrauchen, Leute. Alter Schwede, ist das dreist. So, okay. Na, jetzt kommt er von da an. Warum kommt er denn jetzt an? Oh nein, Leute, warum kommt er denn jetzt an? Ach, guck mal, ich glaube... Nee. Das ist irgendwie... der Trigger ist irgendwie komisch gesetzt. Hm. Das ist ja jetzt echt interessant, ey. Das ist echt merkwürdig. Wieso ist denn jetzt... Ach so, das war der falsche, ne? So, wartet mal. Was soll ich denn mit der Atombombe bitte machen? Hier oben durch? Kann das vielleicht gehen? Wartet mal, wenn ich hier oben den Mist da wegmache. So, Leute. Dann. Oder ist das, wenn die Armeen komplett einmal weg sind? Kommt der dann angeschissen? Ah! Ich verstehe, Leute. Der kommt nur erst angeschissen, wenn die Armeen komplett weg sind. Ich verstehe, Leute. Der kommt erst angeschissen, wenn eine Armee komplett weg ist. So. Hey, das sieht relativ gut aus noch. Bauen wir noch Gummipanzer. Dann kann ja klappen. Ja, das ist... ja. Hey. Sieht gar nicht mal schlecht aus. So. Ja. Fuck. Ja. Hm. Ja, das ist... Machen wir nochmal Spiel laden. Also das ist jetzt gerade echt Pfeil und Error. So. Dann kann ich diese Atombombe eigentlich zu nichts gebrauchen, ne? Wartet mal. Wartet mal. Motorrad. Komm du mal nach vorne. Shit. Du, komm du mal nach vorne. Die lassen sich ja reinziehen, ne? So, dann lasst mich mal bitte da reinziehen. So. Genau, Leute. Dann kann ich nämlich diese Atombombe zu nichts gebrauchen. Na, das ist irgendwie dämlich. Es ist dämlich, ja. Ich habe noch hier unten diesen einen... Wartet mal. Wartet mal. So. Ja, das ist jetzt... Das sind nur Mannequin. So. Kommt ihr jetzt bitte hier mit rein. Die lassen sich nicht hier reinziehen. So, wartet mal. Diesen Mannequin hier. Ja, das ist okay. So, gut. So. Wartet mal, Leute. Es kann ja sein,
Ich muss hier gerade mal was überlegen. Es kann ja sein, dass ich hier einfach alle Einheiten platt machen muss, außer eine pro Armee. Das kann echt sein. Wartet mal. So, dann diese Mammuts weg. So. Dann habe ich jetzt nämlich gleich hier auch eine Möglichkeit, rauszukommen. Und mir zumindest mal einen Sammler zu bauen. So, Leute, dann lasse ich nämlich diese Manneken. Die lasse ich nämlich dann stehen. So. Die Manneken lasse ich nämlich einfach stehen. Dann kann ich mir nämlich eine Raffinerie bauen. Und hier oben sammeln gehen. Ha. Ist das keine gute Idee? Ist das eine gute Idee oder ist das keine gute Idee? Ha, geil. Na gut, aber da muss ich das halt ein Gebäude verkaufen, ne? Ein Gebäude muss ich verkaufen. Die Atombombe wäre das, ne? Gegen die habe ich dann keine Chance mehr. Mach mal den Radar weg. Komm. Das reicht nicht, ey. Mann. Panzer weg, kommt. Erstmal. So, Sammler. Du kannst sammeln gehen, oder? Unentdeckt. Da kommt er mit dem Luftangriff an. Aber das scheint zu funktionieren, Leute. Das scheint zu funktionieren, oh mein Gott. Okay. Ich habe noch eine Atombombe. Ich habe noch eine Atombombe. Ich habe ja diesen Tarnpanzer hier unten, ne? Dann soll der mich nämlich gleich mal angreifen. Dann soll er mich nämlich gleich mal angreifen und dann will ich mal sehen, wie ein Atombombe noch überlebt. Ich kann sammeln, Leute. Ich kann sammeln gehen. Aber das... Ja, da der Sammler jetzt halt auch angekratzt ist, dauert das halt. Ne? Aber das ist doch ein Weg. Das ist doch verdammt nochmal ein Weg. Der macht ja hier oben gar nichts. Na, also... So, Leute. Gut. Das habe ich ja hier beseitigt, ne? Das geht mit der Atombombe fast platt. Da habe ich nur noch diesen Part hier. So. Okay. Ach, ich habe die Werkstatt vertickt, ich Idiot. Ja, gut. Egal, Leute. Bei der nächsten Sammlerladung wird das Flugfeld endlich fertig. Es ist so krass, dass wir jetzt hier, dass auch genau dann ein Luftangriff kommt, ne? Na gut, na gut. Aber so klappt das doch. Das könnte doch. Wenn die nicht getriggert werden, speichere das mal. Mission 6 Add-on. Verdammt interessant. Muss ich sagen. So, aber... Nein! Das war's, Leute. Das war's. Okay, ich hätte es nicht speichern sollen. Oder doch, wartet mal. Nee. Mach mal Spiel laden, bitte. Ich muss unbedingt verhindern, dass der Sammler da abgeballert wird, ey. So. Das kann ich nicht verhindern, oder was? Wartet mal. Muss ich verhindern können? Das ist doch nicht wahr. Den Sammler, den brauche ich. Das kann ich nicht verhindern. Jetzt habe ich den Speicherstand verkackt. Ach, Leute.
Ist das euer Ernst? Einheit verloren. Ja, da knallt mir den Sammler weg. Basis wird angegriffen. Der mit seinen scheiß Luftangriffen. Muss die Atombomben verkaufen, ne? Energieniveau kritisch. Geldmittel unzureichend. Verkauf die mal, komm. Konstruktion fertig. Ich brauche jetzt einen neuen Sammler. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. So. Neue Bauoption. Bauhof brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr, ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ey, kommt. Ich habe zwar keine Energie mehr und nix. Ich werde einfach den Turm noch verticken. Weil diese Gebäude, die ich jetzt noch habe. Jetzt habe ich 10 Energie zu wenig, ey. Das kann doch nicht sein. Diese Gebäude, die ich jetzt noch habe, die brauche ich unbedingt, ey. So. Danach dann halt. Ja, danach nur Gummipanzer. Nur noch Gummipanzer, ne? Weil dann könnte das echt klappen. So, dann habe ich jetzt nämlich noch einen Sammler neuen. So. Dann macht ihr Manneken mal bitte hier. Die Manneken, ey. So. Ja. Da brauche ich aber verdammt viele Gummipanzer. So, dann. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. So, dann. Ich brauche noch mehr, ne? Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Die braucht doch kein Mensch, ey, wirklich. So. Na, wartet mal, die Raketenpanzer, die kommen doch zuerst. Richtig, die kommen doch zuerst hier. Ha! Schaut euch das an, die kommen doch zuerst, ja. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha! Da ist er schon wieder. Die Raffinerie, die darf der unbedingt nicht platt machen, ey. Nicht platt machen, Leute. So. Da kommen die Jeeps. Gut. So, da macht diese scheiß Grenadiere weg. So. So, alles klar. Dann haben wir hier auch mal ein paar Einheiten weggekriegt. Okay. Gut, Leute. Dann weiter Gummipanzer bauen. Oh, ich glaube, das klappt, ey. Das könnte echt klappen. Oh Mann, da habe ich sogar einen Invasoren. Ich hätte sogar einen Invasoren. Na gut. Aber solange der meinen Sammler in Ruhe lässt, ne? Und ich noch eine Atombombe habe hierfür, könnte das eigentlich echt schon klappen. So, wartet mal. So, geht mal alle auf den Mammut, bitte. So. Geht mal auf den Mammut, bitte. So, und bam. So, der ist schon mal weg. Das ist doch echt eine Möglichkeit jetzt hier, ey. Oh mein Gott. Das ist doch echt eine Möglichkeit. Oh mein Gott. Okay. Was eine Mission. Aber, hey. Cool gemacht und innerhalb von einer Folge kriegen wir die hin. Das ist doch nicht wahr. Gut, speichern nochmal. Mission 6 Add-on hier, so. So, dann lass aber bitte mal die Jeeps. Lass den Jeep bitte stehen und den Manneken. Die Armeen bitte nicht komplett platt machen. So, lass den Jeep einfach stehen, kommt. In Ordnung. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Da kann ich jetzt hier die Atombombe gleich reinschmeißen. Ja, das ist okay. Das ist... Okay, gut. Kommt ihr bitte rein. So. Nicht wieder zurückfahren. Ach, Mann. Ja, gut, aber... Okay, Leute. Jawohl,
Da kommt der Sammler nochmal rein. Ich kann ja auch keine Gebäude mehr bauen dann. Ne? Ich muss einfach weiter Gummipanzer bauen. Das sind die schwersten Einheiten, die wir hier haben. So. Da ist nur Zeug, da ist nur Zeug. So, die hier, die nerven mich halt. Diese blöden Mammuts. So. Aber das schaffen wir. Leute, das schaffen wir, wenn wir hier die Armee nur teilweise dezimieren. Ja, kriegen wir hin, Leute. Schaffen wir. Jawohl, Sir. Ich auch. Ich würde sagen, ich brauche noch zwei Gummipanzer und dann probiere ich das nochmal. Dann soll er mal angreifen kommen mit dem Mist, den er hier hat, ey. Und dann brauche ich natürlich noch Einheiten, um die Basis hier platt zu machen, ne? Wird gebaut. Oh Mann. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, was machst du denn? Hörst du auf? So. Mach doch keinen Ärger. Konstruktion fertig. Ja, kommt. Ist in Ordnung. Gut, Leute, wisst ihr was? Ich werde es versuchen. Ziel wählen. Oder? Nee, wartet mal. Wartet mal. Ich probiere was anderes. Ich probiere was anderes. Mach die mal platt da. Mach die mal platt. Die Manniken, die machen ja nichts. Ich probiere mit der Atombombe gleich die Basis platt zu machen. Oha. Der Sammler hat wieder einen abgekriegt, ey. Ja, gut. Ich mache mit der Atombombe, glaube ich, die Basis platt. Das ist ein Plan, Leute. So, gut. Aber nochmal speichern, bitte. Bevor ich das mache. So. Dann mach mal bitte diese Basis hier platt. Und. So. Wer schießt denn da? Ach, jetzt kommt er? Jetzt kommt er? Okay. Dann lass den kommen. Dann lass den kommen. Dann lass den kommen. Dann mach diese scheiß Mammuts mal weg. So, mach den Mammut weg. So, der Mammut ist weg, Leute. Gut. So. Ja, das ist okay. So, diese ganzen Manniken hier, die gehen mir ganz schön auf die Nerven hier. So, Mann. Okay, aber das habe ich schon mal überlebt, Leute. Hey, was ist das denn? Ich hab das überlebt hier. Mach den Sammler mal platt. Ha, geil! Ich hab das geschafft, würde ich mal sagen, ne? So, mach mal noch einen Gummipanzer. Dann kann ich da oben sogar noch mal was einnehmen. Ey, oh, wie geil, Leute. Geil. Es sei denn, der hat jetzt halt noch Energie, ne? Mach mal einen Speicherpunkt 3. Es sei denn, die haben jetzt noch... Die haben ernsthaft noch Energie? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das gibt's doch nicht. Warum haben die noch Energie? Die Teile. Och nö, Leute. Nein. Ja, aber... Das frage ich mich langsam echt, warum die Scheiße noch Energie hat. Jetzt kommt er noch mit einem Luftangriff. Blöd. Blöd gelaufen. 3. Okay, kommt. Warum haben die noch Energie, die Teile? Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Nehmen wir mal diesen hier. Kommt. Nur die Mission mache ich jetzt noch, Leute. Die Mission mache ich jetzt noch. Das reicht natürlich nicht mehr für den Gummipanzer jetzt, ne? Die müssen... aufhören zu funktionieren, die Teile. Ja, danke. Das ist dieser Kackluftangriff, ne? Aber... Wenn diese Scheißtürme jetzt aufhören zu funktionieren... Aha! Da! So. Okay. Die Energie muss weg.
Leute. Das ist ja wirklich ein Scheiß, ey. So. So, da kommt bestimmt Mannequin raus jetzt. Nein, kommt keine raus. Okay, sehr gut. Dann mache aber dieses Kraftwerk nochmal weg. So. Da habe ich die Atombombe ein bisschen zu weit nach rechts gebracht. Ja. Gut. Aber wenn die nicht mehr funktionieren irgendwann, dann ist das ein Kinderspiel. Weil dann kriege ich auch diese Verteidigungstürme noch weg. Den Rest da mit dem Mannequin. Ach du Scheiße, ey. Das ist eine knappe missende Mission hier, ey. So. Und wegfahren. So, da kommt bestimmt Mannequin raus. Oder auch nicht. Ach, geil. Okay, Leute. So, sehr schön. Da haben die echt noch funktioniert. Mann, Mann, Mann. Ja, gut. Da kann ich aber dann sogar noch... Die sollten doch jetzt eigentlich theoretisch nicht mehr funktionieren. Sehr schön. Oh mein Gott, die funktionieren nicht mehr. Gut. Und bam. So. Das Mannequin, ja, keine Ahnung. Kommt mir mal bitte hier hoch. Theoretisch habe ich jetzt noch Nerven hier mit seinem Mannequin da. Na gut. Oh, das ist scheiße. Wie oft hat der seinen Luftangriff hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, okay. Leute. Schieß doch nicht da gegen die Mauer, Mann. So. Gut, dann kann der Invasor aber da oben rein. Da kann ich mir noch ein bisschen Kohle sichern. So, bam, weg damit. Ich glaube, das haben wir, Leute. Ich glaube, das haben wir geschafft hier. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kriegen wir noch einen Gummipanzer tatsächlich. Oh, jawohl. Jawohl. Interessante Scheiße. Interessante Mission, ey. Oh mein Gott. Aber da musste man echt jetzt... Diesen Tarnpanzer nutzen. Ey, was ist das denn? So. So, dann. So, ey. Na, das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist der letzte Turm hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Alles klar, dann haben wir sogar die 30 Minuten voll. Ja, geil. Leute, geil, geil, geil. Sehr schön, Leute. Wir haben die vorletzte Mission von dem Add-on, wenn not, haben wir geschafft, Leute. Wir haben mehr verloren als die GDIs. Was auch abzusehen, aber wir sehr viele Mini hatten. Aber gut, wir haben noch eine Bonusgalerie. Todesschwadron. Okay. Noch eine Bonusgalerie, die gucke ich mir noch kurz an. Originale Cover-Hintergrund-Illustration. Sie wurde möglicherweise für die Spielverpackung und Werbematerialien eingesetzt. Ja, das kenne ich. Das kenne ich von der PlayStation. Gut, Leute, und danach kommen noch die Konsolenmissionen. Das sind ja nur 4 Stück. So. Ja, gut, aber das mache ich beim nächsten Mal alles. So, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wie es hier weitergeht in der Mission Todesschwadron, sehen wir beim nächsten Mal. Würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.